Die Sache ist, wollen wir erstmal Richtung Malven vorgehen, bevor wir die Seitrouten machen? Warum? Dass wir das schon mal haben und dann jederzeit quasi zu Walter gehen kann, falls wir doch ein bisschen zu hoch vom Level werden. Also ich würde mir den Fahrradweg klemmen, ja, aber sonst würde ich halt schon alles machen. Der Dude hat 21. Wenn ich jetzt den EP-Teile ausmache... Na gut, du hast noch ein bisschen mehr Luft. Bei mir sind alle schon mindestens 18. Aber ich kämpfe auch nur mit 5 Pokémon, von daher... Ich glaube, so viele Trainer sind hier ja jetzt auch nicht. Na gut. Wenn wir jetzt mal ein Level über Walter sind, finde ich das auch nicht so schlimm. Zapladin. Die hat doch safe in Roselia normalerweise. Nee, ein Zaplalek. Meine ich doch. Aber es hat ja keine Schwebe mehr. Nee. Okay, Naboro. Wir versuchen es mal mit dir. Vielleicht habe ich ja Glück. Wo war der Schaden? Das Lehmschild eingesetzt. Was erwartest du? Tamarino. Wie ist Metallklaue? Nicht sehr effektiv. Turbobrand. Okay. Xenia, danke für 36 Monate Treue. Super geil von dir. Also wenn das Ding kein Gefriertrockner hat, ist Fettgum in Ordnung. Wenn es einen hat, habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass es auf dem Level einen Gefrierbrand hat. Gefrierbrand? Gefriertrockner. Aua! Okay, so blöd. Als ob du keine sehr effektive Attacke gegen Amarino hast. Habe ich. Mit Pampyro, aber ich wollte es halt nicht einsetzen. Steinwurf. Aua. Eine Runde geht. Das denke ich mir auch gerade noch. Ist so ein Negasauger. Ist dann ja auch gleich vorbei. Das heißt, mir tut ja keiner mehr weh. Mhm. Und die hat auch nur ein Pokémon. Aber Zaplalek ist ja schon die zweite Stufe. Oder? Ja. Deswegen war das Ding auch so nervig. Du musst gleich hier nochmal rein. Jetzt gehe ich mich erstmal heilen. Mhm. Ich habe gerade kurz zu dir rüber geguckt. In dem Moment habe ich einfach nur einen totalen Zoom auf Nombereros Gesicht gesehen. Das ist nicht das, was ich sehen will, wenn ich zu dir rüber gucke. Ja, man sieht manchmal auch die seltsamsten Dinge. Wie zum Beispiel letztens. Die Omi, die mit ihrem Rollator durch den Kreisverkehr gelaufen ist. Da, wo die Autos fahren. Ja. Ist meistens nicht so die smarteste Idee. Nein. Nur weil irgendwas Rollen hat, geht es nicht als Auto durch. Hm. Ich meine, ich kann das teilweise verstehen, wenn der Bürgersteig irgendwie super uneben ist, aber war halt nicht der Fall und selbst dann würde ich durch den Kreisverkehr so laufen. Nee. So, hier ist ein Doppelkampf. Ach, der Boris ist leider echt ungeeignet für einen Doppelkampf mit der Intensität. Ja. Aber Fettgum hält das, glaube ich, noch am besten aus. Je nachdem, was der Gegner natürlich hat. Corazon und Corazon. Ja. Da bleibe ich natürlich drin mit einem Dick da. Mhm. Level 16 sogar beide. Okay. Dudu. Kommen Sie rein. Okay. Ich glaube, da möchte ich mit Tobi eigentlich nicht unbedingt drin bleiben. Dürre von Metang. Weil, wenn eine Feenbrise kommt. Tut weh, ja. Was ist denn da noch? Also klar, Edelgard wäre jetzt richtig gut, aber. Yikes. Die Frage ist, ob Edelgard, wenn es 2 Attacken abkriegt, nicht irgendwie stirbt. Weißt du? Hm. Was kann denn Metern? Kann eine Metallklaue und eine Konfusion? Ja.
Das andere kann auch. Stahl- oder Normalattacken könnte gefährlich werden, ja. Meinst du, dann wäre Lucina sinnvoller? Was hat bei dir die höchsten Verteidigungswerte? Erstmal einmal du heilen. Und mit Fettgum killen wir das eine Corazon. Ist das schon mal raus. Entweder Lucina und gleich viel Verteidigung. Oh. Und spezielle? Lucina halt schon mehr. Dann wäre wahrscheinlich Lucina die sicherste Wahl. Okay. Hilda kann ja erstmal noch drin bleiben. Wer ist die größere Gefahr? Bin wirklich eher platt. Ich gehe erstmal auf Flunkiefer. Also der doppelte Blutstrahl auf Bidou war gerade schon echt knapp. Es wundert mich, dass er das überlebt. Oh Gott, das macht ja gar keinen Sinn. Okay. Abwechsel Corazon einfach. Aber hey, damit habe ich seinen Angriff geschwächt, weil der Stepback fällt. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr Lockduft und Magnetflug macht, ne? Mhm. So, aber Giftpuder kann ich nicht machen. Wie ist Bürde auf Metagerste? Sehr effektiv. Nehmen wir vielleicht doch lieber Metagerste raus. Der Flunkiefer hat mich irgendwie ausgelacht. Was zur Hölle? Hilda macht einfach gar keinen Schaden. Nee, Moment! Oh, ich bin ja auch blöd. Das Sonnenlicht ist ja draußen. Mit Wasser angegriffen. Sollte mich das... Ja, besser als mit Tackle, ne? Ja, gut. Ganz vergessen. Stimmt, stimmt. Aber ich war jetzt schneller. Was ist denn Überkopfwurf? Ich kann mal gucken. Und stärker dann. Aber Metang ist auf jeden Fall schon mal weg. Hallo. Ach schon, wir haben einen guten Jingle gehabt. Warum kommen die jetzt alle nur noch mit Pokémon an, gegen die Naboro nichts machen kann, jetzt wo ich sie einmal verwenden möchte? Ja, Kopfnuss nehme ich gerne. Jo. Oh. Hättest du mal Schlafpuder genommen. Ja. Wusste ich, dass die mit Flunkiefer und Metang auf mich drauf prügeln wollen? Mhm. Das reicht nicht. Hauptschuss so. Schlafpuder. Trifft nicht. Schlafpuder. Ah, jetzt hat doch getroffen. Schade. Aber ich glaube, sonst kann der mir wahrscheinlich nichts außer Statusveränderung hinzufügen. Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee, dem Innen in der Nacht die Sonne rauszuholen? Metang? Oh, ich bin wieder wach. Cool. Also da fand ich, also dein Doppelkampf war vielleicht ein bisschen gefährlicher wegen dem Duo und dem Lupfstrahl, aber ich fand meinen schon noch ein bisschen besorgniserregender. Oh ja. Soll ich auch kämpfen? Woggle, Flunkiefer und Methan? Methangas? No! Welches Level hast du? 14. Okay, Naboro, das ist jetzt dein Moment. Baller ist weg. Oh. Nice. Naboro dachte jetzt einfach so, raus aus meinem Kampf. Ja. Dampfwalze. Ja. Es wäre zumindest konstanter Schaden. Der hat ein Pika-Oberteil. Ich nicht. Nee, du hast Gameboys auf deinem T-Shirt. Das stimmt. Und noch ein Lichtel! No! Ach, jetzt aber die Dampfwalzen. Dampfwalzen hatte 60 Stärke, ne? Zwei Dampfwalzen sollten ja aber reichen. Ich hätte übrigens richtig gerne mal einen Tank. Oh, hat sogar schon fast komplett gereicht. Weil Smetpo schön und gut, aber... Hat ein paar viele Schwächen. Halt irgendwie was richtig Bulkiges. So wie ich meinen Azumarill. Ja.
Hast du irgendwas auf der Box, was du potenziell nehmen möchtest dafür? Okay, ja. Das ist nicht gerade tanky. Nein! So, bin dann mit der Route hier schon mal fertig. Oh, wait. Könnt ihr das Items hier umholen? Mhm. Hast du das hier geholt? Nein. Eine Illumina-Galette. Sieht sich auch so aus? Oder spielt sich französisch aus? Wahrscheinlich Galette. Illumina-Galette. Da sind nur Beeren hier oben noch. Na gut, Maron-Beeren kann man immer gebrauchen. Oh, EP. Und Yonago-Beeren, die kann ich erst recht auf jeden Fall immer gebrauchen, wenn mir wieder so ein Alpollo gegenübersteht, das meine AP auslutschen möchte. Die Sache ist, kann das Ding irgendwas gegen mich? Pfund. Ein Top-Beleber, also Geld. Ach, das Ding hat auch keine Verteidigung. Nee, gar nix. Hm. Ja, Yonago und Persimbeeren sind echt super. Das stimmt. He will walk. Warum ist er so traurig? Weil er noch nicht geht. Er steht. Oh. Fällt der Professor einen hier nur in Smaragd an, sobald man Graffitport verlässt? Kann sein. Oh, auf Level 18 schon. Nice. Wird auf jeden Fall schon mal ein gutes Stückchen stärker dadurch dann. Ja. Gerade offensiv wieder. Du hast echt ein gutes offensives Team, ne? Eigentlich müssten wir tauschen, weil ich viel defensiver spiele. Sowohl im Pokémon als auch in Fire Emblem oder sonst. Das ist vielleicht aber auch besser so, dass du eher ein offensives Team hast, wenn du vorsichtig spielst und ich ein defensives Team, wenn ich unvorsichtig spiele. Ja. Standpauke. Ist glaube ich eine spezielle Unlichtattacke dann. Huch, das wollte ich nicht. Ja. Und sein Spezialangriff, also es ist quasi eine defensive Attacke. Was kannst du denn das Tier mit hin? Gucken wir mal, was er für eine Fähigkeit hat. Mhm. Erstmal die Gegner anmeckern, ja. Wieso hast du nicht gesappt? Echt mal. Ja, kann man nehmen. Was hast du? Schwebedurch. Gut, du wirst wahrscheinlich nicht so häufig Delegatoren oder Reflektoren sehen. Aber wenn der Gegner mal einen Reflektor hat, kann es dir egal sein. Ja. Willst du nochmal zurück zum Heilen, oder? Ich werfe gleich eben mal einen Blick in mein Team. Du kannst ja die Nachrichten dir in der Zeit angucken. Moment. Ich kann Lucina antreten. Willkommen beim Videonavi. Nein, ich möchte Streetpass nicht aktivieren. Hier sind die Nachrichten aus Höhlen mit einer Eilmeldung. Soeben erreicht uns eine Mitteilung, wonach der Vorfall im Ozeanmuseum, bei dem sich eine mysteriöse Gruppe mit Gewalt Zutritt zu besagten Gebäude verschafft hatte, offenbar aufgeklärt worden sei. Der betroffene Museumsdirektor Captain Brick, 57 Jahre, äußerte sich hierzu wie folgt. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als auf einmal diese Ganoven vor mir standen. Doch Hilfe hat ja zum Glück nicht lange auf sich warten lassen. Ich kann mich gar nicht oft genug bei diesem Jungen bedanken. Er wusste ganz genau, wie man Pokémon und Pokebälle richtig einsetzt und hatte diese Schufte dadurch ihm nur in die Flucht schlagen können. Offenbar handelt es sich bei dem Retter um dieselbe Person, die unlängst erst die entführte Pekko befreit hatte. Wir werden den weiteren Werdegang dieses Helden mit großem Interesse verfolgen. Cool. Ja. Bist du bereit fürs Rätselhaus? Nee. Oh. Das wollen wir skippen erstmal. Dann gehe ich wieder. Okay. Können wir später dazu zurückkommen und ein paar Mal machen. Pokémon fangen? Haben wir doch schon. Auch. Oh. Ist ja die gleiche Route wie weiter unten. Jo, könnte ich lieber gerne. Will der kämpfen? Ich glaube. Hast Glück gehabt. Ich meine, ich hätte auch nichts gegen Pummeluff gehabt. Gerade weil ich auch einen Mondstein kaufen kann. Ja, gut. Hätte ich ja direkt mir einen Knuddeluff machen können. So, erstmal ein Schutz drauf. Wo ist mein Bisasam? Aber stimmt, Schutz ist keine schlechte Idee. Hab ich einen Schutz? Musst du da irgendwo sein? Ja. Der Frieda. Aber nicht Frieda, sondern Frieder. Aber er hat Elektro-Pokémon. Das Magnaboro. Dampfwalz the Mall. So bad, so bad,
super, super. Da kannst du keine Dampfwalze verwenden. Kann ich wahrscheinlich auch nicht so guten Biss verwenden. Nee. Ich werde trotzdem mal gucken, wie viel Schaden ich mache. Nee. Dampfwalze auch bei dem Elekid reicht. Ja. Weggefressen. Ja. Einfach weggesnackt. Lubuk. Elizeba, hui. Das ist auch so ein Pokémon, was irgendwie total underrated ist, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ich lese nie irgendwo Liebe für Elizeba, dabei finde ich das irgendwie extremst niedlich. Und Zebritz ist auch cool, habe ich immer im Team gehabt. Ich noch nie, glaube ich. Jo, das war gerade super angenehm für Naboro ausnahmsweise mal. Ich liebe Elizeba, es ist so irrelevant. Ich meine, ich verstehe ja die Argumentation, Gen 5 hat Zapplerang, okay. Aber Voltolos ist jetzt kein Argument gegen Zebritz, ne? Also. Nehmen wir lieber Voltula, ja. Ja. Ja, ich könnte jetzt einen Zebritz ins Team nehmen, ich könnte einfach Voltolos nehmen. Kommt auf die Edition an, bei manchen kannst du keinen Voltolos ins Team nehmen. Ich würde aber ehrlich gesagt auch eher Voltula als Elizeba nehmen. Elizeba? Zebra? Ja. Zebritz. Elizeba, aber Zebritz. Ja. Ja. Also ich würde eher Voltula als Zebritz im Team nehmen. Ich nicht. Voltula ist cute. Das ist eine Zecke. Und? Aber nur mit vier Beinen, also ist keine echte Zecke. Emolga. Oh! Welches? Pachirisu. Das ist cooler. Das ist sehr defensiv. Und sofort da. Jetzt darfst du mal wieder vorlesen. Hallo Svenjan, lange nicht gesehen. Ich suche gerade nach Pokémon. Mein Vater redet immer davon, dass es früher noch viel mehr Natur in dieser Welt gab. Es soll auch viel mehr verschiedene Pokémon-Arten gegeben haben. Mein Vater interessiere ich mich sehr für diese Pokémon der Vergangenheit. Deshalb betreiben wir Feldforschung, weißt du? Auf dem Weg hierher bin ich einer Menge unterschiedlicher Pokémon begegnet und habe viel über sie gelernt. Das hat meine Pokémon und mich stärker gemacht. Labert die so viel mehr als Bricks? Anscheinend. Daher würde ich vorschlagen, dass wir uns einen kleinen Kampf liefern. Ich habe nämlich einfach bei jeder Textbox bei mir weitergedrückt. Du hast Gesteins-Pokémon. Ich habe Käfer oder Flug. Wie ist denn Unlicht auf Gestein? Neutral. Bedroher von Ledia. Und fühlst du dich bedroht? Nein! Was? Was? Ach, Farbwechsel! Wie viel Schaden macht deine spezielle Attacke? Auch wenn mein Hat er gerade Lichtschild gemacht? Das ist smart. Jetzt mache ich ja gar keinen Schaden mehr. Dann prüfst du halt ein Irrlicht ab. Ah! Oh, ich habe eine Beere. Der hat mich outplayed! Was hat er gemacht? Erst ein Lichtschild und dann Bodyguard! Coco, danke für 34 Monate Treue. Super geil von dir. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt noch? Süß. Und Reflektor, der setzt einfach alles auf. Wait. Kann der eventuell nur Kometenhieb? Nicht unwahrscheinlich. Ja. Er kann einfach nichts gegen mich tun. Wobei, dann lasse ich mir jetzt aber auch schön Zeit. Warten wir, bis die ganzen Screens auslaufen. Keine Eile. So ein Wasser-Pokémon wäre cool. Oder ein Pflanzen-Pokémon. Ja. Also, ich meine, ja, ich habe ein Wasser-Pokémon, aber es ist halt... Gestein ist echt nicht der geilste Typ für dich. Es ist halt ein Bidifass, okay? Also ich hätte... Ich habe generell so ausgefallene Typen. Ich hätte halt schon irgendwie gerne Wasser oder Pflanze oder Elektro. Mhm. Weil ich habe halt, ich habe ein Feuer-Pokémon, aber sonst habe ich Unlicht, Normal, Boden, Käfer. Also nichts gegen die Typen, aber es ist halt nicht so wirklich basic dabei. Wie wär's mit einem Bisasam? Ach ja, du hast ja auch Farbwechsel. Jetzt, wo ich den... Iglava. Hui. Warum macht das Kiesling so unglaublich viel Schaden? Hat einen guten Angriff.
Igelava haben wir gesagt, ne? Dann Glatten. Wobei, eigentlich hast du ihm ja seinen Typ auch noch weggenommen. Oder hast du ihn mit normalen Attacken angegriffen? Nee, nee. Dass du nicht einen normalen Step gibst. Das sieht so falsch aus. Mach deine Flammen bitte an. Nee. Sein Lichtschild carried leider gerade noch ein bisschen. Also so ein Ledian als erstes Pokémon ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, ich erinnere mich an seinen Starter. Hm. Ah, Lichtschild lässt nach. Perfekt. Stimmt, dann höre ich die Auswahl bei den Startern Raupi, Hornio und Kapuno. Ich erinnere mich. Schnuthelm. Du, quetsch ihm mal die Birne weg. Das klingt ziemlich brutal. Wahrscheinlich, ja. Skakuna hat meine Feuerattacke überlebt. Nicht schlecht. Schon? Was? Das war ja gar nichts an Schaden. Und das war eine 100... Ach, der Reflektor! Ja, stimmt. Ja. Super, danke für 32 Monate Treue. Super geil von dir. Ja. Gut, dass du speziell angreifst. Macht der Irrschlag ein bisschen mehr? Kann ich ihn verwirren? Nee, jetzt flucht er weiter. Jetzt kriege ich langsam Angst. Ja, aber es ist alles nur speziell physisch. Ja, komm, wir müssen Kettenfalken nochmal dran wieder ran. Käfertrupp, sehr gut. Das ich finde schön, dass er Fluch macht. Er heilt mich danach wieder. Aber nur spezielle Attacken danach, ne? Oh, der war nur leider nur physische. Das reicht nicht. Wait. Ist Gift auf Kampf nicht sehr effektiv? Hm. Oh, das war's auch schon. Ja. Okay. Was ist denn das Itemradar hier eigentlich? Das Ding, was du dir auf den Kopf setzt, oder nicht? Ist das doch... Ist es das? Ich meine schon. Und dann bobbelt es in die Richtung, in die du gehen sollst. Moment. Das war eins der besten Itemradare, finde ich. Weil es nicht irgendwie irgendwo ausrüsten muss, sondern du siehst es einfach ganz gut. Einen Äther gefunden. Ich habe eine Offensivweste gefunden. Okay. Aber ich finde, es sieht auch eigentlich ganz witzig aus. Ich bin nur manchmal zu blöd, es zu bedienen. Jo. Ach, wait. Ja. Eine Fausttafel. Ganz oben. Also nicht ganz oben, eins weiter. Try no need. Yo. Die ganzen Steine. Und ich finde, das sieht halt echt knuffig aus. Gebaitet. Schöne Aussicht. Ja. Gramokles. Cool. Oh. Hat er dich auch schon baitet? Ja. Also, da wird ja wohl die Dampfwanze wohl reichen, ne? Also ich glaube, den Megastein-Counter werde ich... Ich hoffe, du killst mich jetzt nicht. Nee, das ist aber voll. Davon, dass wir auch einige kaufen konnten. Okay, das war ein Crit. Sagen, das war eine Menge Schaden. Slimer ist richtig groß, wenn ich mal mit dem Magnaien im Vergleich gucke. Ja. Und Chip, vielleicht finde ich ja heute ein Deden für dich. Vielleicht geht's dir dann ja besser. Ja, bis. Dann. Wir können zumindest zwischen Malbufro und Wiesenflo ja noch. Hm. Wir hatten schon echt eine Menge Megasteine. Jo, das ist ein großes Irbis. Irbis ist so süß. Wir haben im Hintergrund auch ein Irbis sitzen, das seht ihr, glaube ich, nur gerade nicht. Weil Jan davor ist. So close.
Was? Ich hab's nach links geräumt, weil, ach, da, da jetzt, ja, weil da jetzt Elden Ring steht. Übrigens wurde von Elden Ring verschoben. Weil hätte man es? Ich glaube, hätte man so oder so nicht sehen können. Das wäre ja noch ein Regal hier hinter mir gewesen. Nee, Legenden Arthas habe ich nicht gespielt. Ich habe es nur bei Svenja geguckt. Naja, geguckt. Du hast ab und zu mal rüber geschielt. Ja. Willst du es irgendwann mal spielen? Würde es nicht ausschließen. Eine Wolkentafel.